Hallo liebe Wassermannfrau, lieber Wassermannmann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben nächste Woche vom 8. bis 14. Juni aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres-, Monats- sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, wo du auch diese Karten finden kannst, die wir heute einsetzen. Antworten der Engel-Orakel heißt dieser Deck. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Also, schauen wir mal. Gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von Wassermann vom 8. bis 14. Juni, bitte. Ich sehe die Mäßigkeitskarte. Ich hole es rasch hervor. Schau mal, direkt deine Karte hier. Der Stern hier. Ich sehe diese Szene hier in echt, und zwar betrachte ich es von dieser Seite. Von hier sehe ich diesen Engel da, von Kelch zu Kelch das Wasser hin und her schwappen. Und das Interessante ist, dieser Kelch hier hat ein Loch unten und das Wasser hier, das tropft hier durch das Loch unten durch. Bei Mäßigkeit geht es um heißes und kaltes Wasser. Dieser Kelch hier ist ein bisschen rot, ja, rötlicher, weil da heißes Wasser rauskommt. Und hier hat es kaltes Wasser. Und bei Mäßigkeit geht es darum, dass man hot and cold, die Mitte findet. Jemand ist hot, die andere Person ist cool. Und dann redet man, um die Mitte zu finden. Und wer auch immer hier hot ist, heiß ist, was sagen will, innerlich brennt, die Worte dieser Person sickern nur so durch die coole Person. Also die coole Person lässt sich hier nicht auf die Mäßigung ein. Es geht durch das rechte Ohr, kommt es rein, durch das linke Ohr geht es raus. Eine Seite hier will sich nicht anhören, was den anderen, was die andere ärgert. Schauen wir doch mal, was die Karten sagen werden. Gib mir bitte eine Karte zum Liebesleben von Wassermann vom 8. bis 14. Juni, bitte. Fülle. Fülle. Das steht für 10 der Münzen. Ha? Dieses Kind hier, ist das ein Kind? Warum trägt ein Kind ein Kopftuch? Was soll das? Übrigens, ich hab letzte Woche habe ich ein Kind gesehen mit Kopftuch. Ich sag mal, spinnt ihr eigentlich? Ha? Spinnt ihr eigentlich? Ein Kind mit Kopftuch. Was bitte ist an den Haaren eines Kindes sexuell, dass man es abdecken muss? Geht's noch? Hä? Geht's noch? Alles klar bei euch? Da oben? Hä? Ah. Nee, sowas kann ich nicht ab. Na. Also, Wassermann, Fülle habe ich hier, ja, dieses Kind hier, dieser Engel hält so eine Truhe in der Hand, mit Goldmünzen gefüllt, Fülle. Um 10 der Münzen geht es hier, es geht hier um die Festigung einer Situation, mal schauen, ob es darum geht, dass ihr beide die Situation klärt und in Richtung Festigung gehen könnt, oder ob du dich von diesem Menschen abwendest und dadurch dann Stabilität erlangst, ja? Schauen wir mal, was Rider-Waite hier dazu sagen wird. Gib mir bitte Karten zum Liebesleben von Wassermann vom 8. bis 14. Juni. Wassermann vom 8. bis 14. Juni. Die Karten sind irgendwie lauter wie gewohnt.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich etwas sagen, wer auch immer diese heiße Person ist, die da was loswerden möchte. Wenn mich jemand anschreien würde, würde ich auch nicht mehr zuhören. Weil die Karten waren jetzt ungewohnt laut, wie wenn jemand etwas schreit. Wenn jemand schreit, höre ich nicht zu. Ich höre das gar nicht. Ich starre die nur an. So, schauen wir mal. Gib mir bitte Karten zum Liebesleben von Wassermann vom 8. bis 14. Juni. Das muss man schon sagen, jetzt in Bezug auf die Person, die da nicht hinhören möchte. Königin der Kelche. Okay. Oh, Wassermann. Es geht um dein Ohr. Bei dir geht da etwas rechts rein und links raus, weil du bereits mit jemandem abgeschlossen hast. Du weißt, wo dein Kelch ist, du weißt, was du willst jetzt, was dein Herz anbelangt. Das hier ist ein verschlossener Kelch. Du machst ein Geheimnis daraus, was in deinem Kelch los ist, und die andere Seite möchte alles über dich ausschütten. Okay. Und du bist hier vor allem voll konzentriert auf das, was du da in deinem Kelch versteckst. Alles andere interessiert dich nicht momentan. Der Mond. Zwei der Münzen. Waage, Wassermann, habe ich vorher je Waage gesagt, falls ich das gesagt habe, das ist falsch, ich bin mal Wassermann, gell? Wassermann, du wirst nächste Woche eine Entscheidung fällen, und die Entscheidung wird zugunsten von der Situation fallen, die dir am wenigsten Unsicherheiten gibt. Du hast einen Weg vor dir, der Mond. Das ist kein gerader Weg hier, ja. Und es ist dunkel. Es ist angsteinflößend. Und dieser Weg ist unsicher. Man sieht das Ende des Tunnels sieht man bei diesem Weg nicht. Und du hast hier eine Entscheidung zu fällen. So oder so hast du einen Weg vor dir, wo du das Ende nicht siehst. Und wenn man das Ende nicht sieht, bei beiden Optionen, die man hat, dann ist man eher dazu geneigt, das zu tun, was das Herz einem sagt. Warum? Weil es das Einzige in einem ist, das einem etwas sagt. Ja? Ein ungewisser Weg. Das ist wie wenn ich zwei Optionen hätte. Option 1 ist Pizza, Option 2 ist Hamburger. Ich weiß nicht, wo es hier eine Pizzeria gibt. Ich weiß nicht, wo man hier Hamburger kaufen kann. Ich weiß ganz genau, wo es die gibt, aber jetzt einfach wegen der Story. Ich weiß zu gut, wo man die finden kann. Einerseits Pizza, wo ich nicht weiß, wo es eine Pizzeria gibt. Andererseits Hamburger. Und ich habe keine Ahnung, wo es Hamburger hier gibt. Ja, Hamburger. Und mein Herz sagt Hamburger. Dann versuche ich eher, einen Hamburger zu finden. Warum? Weil wenn ich dann diesen Weg gehe und an einem komplett falschen Ort lande, dann kann ich zumindest sagen, dass ich dem gefolgt bin, was mein Herz gesagt hat. Ist immer eine gute Entschuldigung. Ja? Man kann nie etwas falsch machen, indem man seinem, ihrem Herzen folgt. Warum? Weil man dem Herzen gefolgt ist. Das ist immer richtig. Auch wenn man falsch landet. Zwei der Münzen hier. Und das ist halt, gell, das sind alles sehr wässrige Farben. Hier
Das Wasser hier, ein Krebs, das hervorkommt, gell, das ist eine sehr emotionale Karte hier. Und auch hier sind die Wellen, die immer wie höher schlagen. Okay. Zwei der Stäbe. Rat des Schicksals. Mach dich drauf gefasst, Wassermann. Dein Herzensmann, deine Herzensdame ist an einem Punkt, wo sie die Hoffnung verloren haben in Bezug auf dich und wo sie dazu geneigt sind, einiges zu tun, um das Ganze noch um 180 Grad zu drehen. Ja? Stäbe stehen für Feuer. Das ist das Heiße, das ich vorhin gesehen hatte. Und je mehr du hier hin und her schwankst, Wassermann, desto feuriger wird dieser Mensch, desto mehr will dieser Mensch die Situation komplett verändern. Etwas tun, das so wie die Zündung darstellt. Und das gibt es nach wie vor, dass man, das gibt es zum Beispiel in Unternehmen, macht man das. In der Politik tut man das auch. Die Menge destabilisieren, damit neue Strukturen gesetzt werden können. Das tut man zum Beispiel durch Gerüchte von Entlassung, Massenentlassung, ja, oder in der Familie kann zum Beispiel, hier ein Tipp an die jungen Menschen, wenn ihr irgendetwas durchsetzen wollt bei eurer Familie, dann schockiert sie erstmal mit einem Vorhaben, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben, ja. Und also mein Kanal ist über 18. Die 18-Jährigen zum Beispiel. Geht zu euren Eltern und schockiert sie mal. Destabilisiert sie mal, indem ihr sagt, Mama, Papa, ich will eine Familie gründen. Ich will vor meinem 20. Geburtstag noch drei Kinder haben. Innerhalb von 2 Jahren. Egal von wem. Schockiert sie einfach mal so. Und dann, wenn sie dann ausflippen. Kannst du dann mit deinem Wunsch nach einer Auslandreise nochmals bei ihnen ankommen? Ja? Sowas tut man in Unternehmen, sowas macht man in der Politik, die Menge schocken, um dann neue Dinge einzurichten. Okay? Und dieser Mensch hat so etwas vor. Page der Stäbe und wie sie etwas vorhaben. Und wie sie etwas vorhaben. Page der Stäbe, das ist einer, der Fehler machen kann. Hier die Hoffnungslosigkeit und hier die Kompetenz, die sie darin haben. Also es ist nicht umsonst so, dass Manager eine gewisse Ausbildung haben müssen, bevor sie Manager werden dürfen, weil sie Veränderungen umsetzen können. Dieser Mensch hier wird es knallen lassen. Trump. Trump. Ich schaue jetzt mal im Begleitbuch, was hier bei Fülle steht, ob es das jetzt erklären wird. Ansonsten werde ich da noch weitere Karten ziehen. Schauen wir mal. Fülle, 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 Fülle. Große Fülle wird in dein Leben kommen, deine Pläne werden zu Wohlstand führen und dir ein Gefühl der Sicherheit im Hinblick auf die Zukunft geben. Okay, das ist diese Unsicherheit hier, wo du dich voll auf dein Herz konzentrieren musst. Deine Engel werden bei dir sein, während du die nötigen Schritte vornimmst, um deine Träume zu realisieren. Fülle ist nicht immer finanzieller Natur. Vielleicht möchtest du neue Ideen manifestieren, einen großen Freundeskreis, mehr Gesundheit oder eine Liebesbeziehung. Diese Karte kann also einen Zustrom dieser Art von Schätzen in dein Leben signalisieren. Öffne deine Arme dem Himmel, um mit Dankbarkeit zu empfangen, was du dir ersehnst. Ah, ein Moment. Öffne deine Arme dem Himmel, um mit Dankbarkeit zu empfangen, was du dir ersehnst. Ja, es wird knallen und wie es knallen wird. Wassermann, öffne deine Arme gegen den Himmel und du bekommst hier direkt zwei Möglichkeiten,
um komplett neu in deinem Leben zu starten. Zwei Münzmöglichkeiten, zweimal Ass der Münzen, beide führen zu 10 der Münzen. Du musst nur empfänglich sein dafür. Dieser Mann hier hält die Handinnenflächen nach oben. Wenn du dich hier empfänglich zeigst, wenn du deinem Herzen folgst, dieser Stimme in dir, dieser Herzensstimme, und dich empfänglich zeigst, fallen dir hier direkt zwei Möglichkeiten in den Schoß, die dich direkt in Richtung Fülle bringen können. Und drunter habe ich die Hoffnungslosigkeit deines Herzensmannes, deiner Herzensdame. Je eher du diese Möglichkeiten da in den Schoß bekommst, desto mehr Angst bekommt dieser Mensch und will hier irgendetwas tun, um das Ganze umzukehren. Okay? Also du siehst, du bist in dieser Konstellation überhaupt nicht empfänglich für das Feuer, das hier ist. Wir haben hier Stab, Stab, Stab und dann noch das Rad des Schicksals, das so für kreative Energie auch steht, gell? So das Verändern des Lebens. Du bist hier überhaupt nicht empfänglich für diesen Menschen. Dein Kelch ist verschlossen. Das, in das sie ihre heiße Flüssigkeit leeren, ist durchlöchert, das fällt dort direkt raus. Es ist hier keine Kommunikation, nichts, du bist da auf dem Weg zu irgendetwas ganz anderem. Und die wollen es hier krachen lassen. Ich werde hier mit dem Hexentarot eine weitere Reihe ziehen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft, ja. Diese Karten hier werde ich fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über dein Gegenüber weißt, aber wissen solltest. Und diese Karten hier werde ich nach einer Zeitkarte fragen, sobald ich hier Action sehe. Wobei das wäre dann hier für Rat des Schicksals. Ja, da schauen wir dann, wann sich alles um 180 Grad dreht zwischen euch beiden. Okay? Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.